Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Railroad Tycoon 3. Wir sind im sechsten Szenario, der deutsche Staat. 1848 erlebte Europa erfolgreiche Revolutionen in Mailand, Paris, Wien und Berlin. Ein Zeitalter des Umbruchs und des Chaos war angebrochen, als Monarchien und Republiken wie der Wechsel der Jahreszeiten kamen und gingen. Wie aber jeder gute Kapitalist weiß, bietet jedes Chaos auch Gelegenheiten. Die deutschen Völker Europas warten auf die Vereinigung. Was fehlt, ist ein fähiger Politiker, der dieser Aufgabe auch gewachsen ist. Bronze. Verbinden Sie 7 deutsche Staaten innerhalb von 30 Jahren und werden Sie so der erste Kanzler der deutschen Nation. Silber. Verbinden Sie 10 deutsche Staaten innerhalb von 30 Jahren und erlangen Sie ein persönliches Nettovermögen von 8 Millionen, um zum ersten Kanzler der deutschen Nation, der führenden Wirtschaftsmacht Europas zu werden. Gold. Verbinden Sie 13 deutsche Staaten innerhalb von 25 Jahren und erlangen Sie ein persönliches Nettovermögen von 15 Millionen, um zum ersten Kanzler der deutschen Nation und der unumstrittenen Supermacht der Ära zu werden. Sonderbedingungen. Alle deutschen Staaten beginnen mit dem Buchstaben D, also das ist für die Gebietserweiterung interessant. Sie können nur eine Gesellschaft gründen. Gleise müssen mit dem bestehenden Streckennetz verbunden sein. Okay, dann haben wir zur Auswahl Preußen, Hannover, Bayern. Sie haben alle Vorteile, sie haben alle Nachteile. Ein Nachteil an Preußen ist der Verwaltungsapparat, der ist halt sehr teuer. Und in Preußen selber sind sehr, sehr viele kleine Städte, also da ist nicht viel Geld zu verdienen. Hannover ist nicht unbedingt groß, hat aber einen Vorteil bei der Bonität gegenüber den Banken. Und bei Bayern wird der Bau etwas günstiger durch Unterstützung. Wir starten aber selber in Hannover, weil mir Bayern ehrlich gesagt zu viele Berge hat und das den Streckenbau dann trotz alledem sehr teuer macht. Okay. Herr Plattner, wir erwarten große Dinge von Ihnen. Sie wissen sicherlich, dass Hannover nicht unbedingt der größte Staat ist. Unsere guten Verbindungen zu den Großbanken haben unsere Bonität jedoch erheblich erhöht. Außerdem verfügt Hannover über großartige industrielle Grundlagen. Ich bin sicher, dass Sie hier großen Erfolg haben werden. Na, schauen wir mal. So, da haben wir hier Hannover, Braunschweig, Wolfsburg sind auch schon etwas über einen Stern groß, Bremen, hier könnte man dann Oldenburg noch dazu kaufen, Osnabrück ist auch noch halbwegs groß, Göttingen, Salzgitter, Salzrode, Uelzen, Bremerhaven, das sind dann kleinere Städte. Na, gucken wir mal. Als erstes schmeißen wir ein paar Anleihen raus und natürlich ein paar Aktien, wir brauchen ja ein bisschen Geld. Und dann legen wir mal ein paar Gleise. Würde ich sagen, fangen wir in Hannover an. So. Man sieht schon, der Bahnhof kostet halt nicht 200.000 wie normal, sondern 230.000. Was den ganzen Spaß hier nicht unbedingt billiger macht. Auch die Wartungsgebäude sind teurer. So, fahren wir erstmal nach Braunschweig und kaufen uns dann auch erstmal direkt einen Zug. Kauf und dann können wir hier ein bisschen Speed reinnehmen. Dann können wir mal gucken, dass wir Salzgitter noch mit angeschlossen kriegen. Salzgitter ist jetzt nicht unbedingt der allergrößte Ort. Der dürfte ein mittlerer Bahnhof erstmal reichen. Haben wir dann auch noch ein bisschen Platz zum Vergrößern, falls Salzgitter steigen sollte. Und dann fahren wir so auch noch mal ein bisschen spazieren. So, da geht schon los, dass die ersten Züge unbeladen hier durch die Welt fahren. So ist natürlich kein großes Geld zu verdienen. Dann wollen wir gucken, dass wir nach Wolfsburg kommen, das noch angeschlossen zu bekommen. Da ist natürlich der große Nachteil, wir müssen jetzt hier eigentlich zweigleisig bauen, damit wir das später nicht teuer nachkaufen müssen. Wolfsburg. Fehlt uns noch ein bisschen Geld, um Wolfsburg auch noch mit Bahnhof zu versorgen.
und um Züge zu kaufen. Aber momentan machen wir nur geringen Gewinn. Da ist nicht viel drin. Wohlhabende Investoren sind rege daran interessiert, dass sie Erfolg haben. Sie wünschen sich aber, dass sie mit unabhängigen Unternehmen zusammenarbeiten. Wenn sie 500.000 durch Industriegewinne erzielt haben, übernehmen sie die Kosten für eine beliebige Investition ihrer Wahl. Dadurch verringern sich die Kosten für den Kauf oder Bau von Industrie um 30%. Das ist schon mal was. Das ist für das Hotel und Postamt und so weiter, ist das schon mal sehr gut. Nette Vermögen haben wir jetzt 113.000. Wir haben noch nichts angeschlossen. Können mal schauen. Hannover Rocket, ja, Geschwindigkeitsrekord. Können wir zumindest einmal schon mal Aktien leisten. Dann können wir auf jeden Fall noch mal Aktien ausgeben, dass wir wieder ein bisschen flüssig sind. Und eine Anleihe durfte auch gehen. Jawohl. Dass wir nämlich Wolfsburg anschließen können. So, dann können wir natürlich Wolfsburg-Hannover fahren. Kauf und nochmal ein Zug zwischen Braunschweig und Wolfsburg. Kauf. In der Hoffnung, dass da jetzt ein bisschen Geld rumkommt. Kaserne zum ersten Mal Berlin. Das ist in Preußen. Das ist zu teuer. Das können wir uns so nicht leisten. Und dann würde ich schon fast beinahe gucken. Waffenfabrik bei Neubrandenburg ist da oben. Da kommen wir irgendwann mal vielleicht hin. Und mal gucken, dass wir jetzt hier Richtung Osnabrück rüberkommen. So, wären wir schon mal in Osnabrück. Die Wirtschaftsprognose sieht ein gesundes Wachstum voraus. Nur das ist doch immer gut. Bahnhof können wir uns auch leisten. Dann hier nochmal Wartung. Dann brauchen wir auch in Hannover noch eine Wartung. Ja, das kostet aber 15.000 halt mehr wie sonst. Läppert sich hier ganz schön, wie teuer das alles ist hier. Die Züge machen nur einen geringen Gewinn. Vorstand hat die Dividende ausgesetzt. Jo, das Jahr ist zu Ende. 154.000. Können uns keine weiteren Aktien leisten. Aber eine Anleihe können wir uns doch mal leisten. Und Nummer 4 können wir uns auch leisten. Ah, komm. Gehen wir das Risiko ein, machen wir 5. Ist zwar nicht schön, aber okay. So. Okay, es kommen größere Waggons. Was wollten wir jetzt? Achso, wir wollten ja noch eine Wartung bauen. Dann brauchen wir auch noch einen Zug. Kauf. Dann brauchen wir auch nochmal einen Zug. Kauf. Und nochmal einen Zug. Kauf. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir dann nach Bremen kommen. Bremen ist auch noch schön groß, dass sich das Ganze da auch noch rentiert. So, beide Richtungen. Jetzt müssen wir wieder zweigleisig machen, um das Ganze später nicht nachkaufen zu müssen. Wenn wir dann auf zweigleisiges System erhöhen. So, Bahnhof dann noch mit reinzimmern. Wartung. Sehr gut. Dann können wir Bremen entsprechend auch noch anschließen. Das Ganze auch von Hannover aus. Von Braunschweig. Und Wolfsburg. Kauf. So. Da geht der Aktiensplit schon los. Da ist das dritte Jahr zu Ende. Okay. Können wir uns was
leisten. Jawohl, können wir. Haben wir schon mal 3000 Aktien. Züge haben wir angeschlossen soweit. Dann müssen wir mal gucken, dass wir uns langsam um Industrie kümmern, um halt Wachstum der Städte zu fördern. So. Na, da reicht das Geld nicht. So, und jetzt brauchen wir noch Kneipe für 50.000. Dann haben wir das auch. Dann in Bremen noch ein bisschen. Sparen auf die 100.000 fürs Hotel. Ja, ist aber wirklich gering, was die Züge jetzt hier an Umsätzen fahren. Na, also das ist... Hey, mal gucken, wie wir da noch klarkommen und wie wir das Ganze steigern können. Was leisten? Nein, können wir nicht. Das ist das Jahr 4. Wir mit 264.000 persönlichen Besitz und haben noch nichts weiter angeschlossen. Okay, mal gucken, dass wir hier dann noch in Osnabrück ein bisschen weiterkommen. Dass wir dann auch ein bisschen Geld über die Industriegewinne machen können. Das liebe Geld, 105. Jahr ist auch gleich rum. So, können wir uns das wenigstens noch leisten. Die Crampton, die kostet aber auch 100.000, 10.000 Unterhalt, ist aber auch entsprechend etwas schneller. Mal gucken, dass wir uns in Salzgitter noch ein bisschen Hotelkrams leisten können. Da ist das 5. Jahr vorbei, 267.000. Züge haben alle eine Panne hier. Noch mehr Verlust. So, aber das Hotel schon mal. Ist ja schon mal fast das teuerste. Aber dann Salzgitter auch schon mal. Postamt. Restaurant. Und Kneipe, da reicht es schon wieder nicht mehr für. So, haben wir dieses. Dann müssen wir jetzt ganz langsam aber sicher anfangen zu sparen, damit wir uns das leisten können. Dass wir Oldenburg anschließen können. Der Bremerhaven ist klein. Ich weiß nicht, ob man es wirklich anschließen sollte. Göttingen müssen wir anschließen, damit wir nachher hier Richtung Kassel kommen und so. Also da müssen wir auf jeden Fall noch runterbauen. In Göttingen. Kleines Stückchen weiter hier noch. 6 Jahre sind jetzt drum. Wir haben jetzt noch 19 Jahre Zeit für Gold. Haben 300.000 persönliches Nettovermögen. Schon relativ weit weg. Da sollte man wirklich mal gucken, dass man von vornherein einen großen hinstellt.
uns jetzt erstmal noch wieder die Wartung leisten können. So, so. In Salzgitter reicht es natürlich nicht. In Salzgitter haben wir auf der anderen Seite auch nichts gebaut. Das ist ganz schlecht, müssen wir noch machen. Sofern wir uns das mal leisten können. Das waren 113. Da habe ich immer noch im Kopf, dass es alles 100.000 kostet, ne, und nicht 115. So, haben wir das da zumindest schon mal. Wir müssen mal gucken, dass wir hier oben auch noch mal was reingesetzt kriegen. Okay, haben wir den. Jetzt brauchen wir nur noch Geld, damit wir uns noch eine Lok kaufen können und von Salzgitter aus fahren können. Dass wir Göttingen Salzgitter anschließen können. Das Jahr ist dann auch schon wieder rum. Das ist dann das 7. Jahr. Am Rande der Rezession. So. Hier können wir uns dann schon eine Crampton leisten. Die kann dann schon voll fahren. Kauf. So, haben wir 7 Jahre rum. 337.000 persönliches Nettovermögen und 422.000 Industrie. Wir können hier nochmal Aktien nachkaufen. So, dann müssen wir gucken, dass wir Zug ersetzen. Zug ersetzen. Dann kannst du auch voll fahren. Kauf. So, dann müssen wir ja noch ein paar Gebäude hier bauen. Und der Kneipe noch mit hinterher. Sehr schön. Munitionsfabrik bei Nürnberg. Das ist in Bayern, das ist momentan noch zu weit weg. Das ist noch viel zu weit weg. Was kostet eigentlich das kleine Oldenburg genau? 300.000. Das haben wir, das können wir dann auch kaufen. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir Oldenburg angeschlossen bekommen. Ich weiß bloß noch nicht, Brücke sparen, über Bremen bauen oder eine Brücke sparen. Die Investoren sind mit ihrem Erfolg sehr zufrieden und stellen daher sofort den Kontakt zu den führenden Bankhäusern Europas her. Sie müssen nun nur noch 70% der Bau- und Kaufpreise für Industrieunternehmungen zahlen. Das ist schön. Ja, wie machen wir das hier? Bauen wir hier eine extra Strecke von... Ersetzen? Natürlich möchten wir dich ersetzen. Ende. Kauf. Wir haben doch aber Wartungsgebäude gekauft. Warum gehen die ganzen Loks jetzt schon kaputt? Sehe nicht. Also gebe jetzt die Möglichkeit, dass man hier rum, hier Achse gesplittet, dass man jetzt hier rumbaut. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man jetzt hier rumbaut, um nach Oldenburg zu kommen. Wir könnten aber auch hier unten rübersetzen. Wäre natürlich für die Verbindung nach Bremen ein bisschen nachteilig, für die Verbindung nach Osnabrück aber vorteilig. Ansonsten wäre ja noch der Gedankengang, dass man hier hinten über Walsrode nochmal nach Wolfsburg kommt. Dann würde sich die Strecke hier zwischen Oldenburg, Bremen und Wolfsburg ja auch ein bisschen verkürzen. Wäre natürlich auch noch eine Maßnahme. Das werden wir, glaube ich, auch so machen. Dann darüber haben wir jetzt zwar wieder das etwas teurere Problem. So, wir kriegen da gleich noch einen Bahnhof rein. Kriegen wir, können wir uns bloß nicht leisten. So, naja. Schön ist anders, schön ist anders. Aber was soll's. Können wir zumindest gucken, dass wir hier die Wartung mit rein bekommen.
wir uns die noch leisten können. So, noch ein bisschen Speed zulegen. So, dann mal gucken, dass wir hier den Bogen wegkriegen. Und dann hier einmal rüber. Und dann Richtung Walsrode. Zuerst brauchen wir aber mal eine Lok. Kauf. Dann können wir noch eine Lok fahren lassen. Kauf. Dann haben wir noch Hannover, das wir anschließen können. Kauf. Ah, jetzt kommt auch langsam Geld in die Kasse. Kauf. Können wir auch noch nach Wolfsburg rüber. Kauf. Salzgitter und Göttingen sind noch nicht so weit. Es dauert noch. Aber wir müssen ja sowieso noch ein paar Industriegebäude bauen. Da sieht man jetzt auch, dass schön leer geworden ist. Die Kneipe kostet jetzt auch nur noch 35.000 anstatt 50.000. Das ist dann schon eine schöne Ersparnis. So, durch das kleine Walsrode. Vielleicht ja eigentlich ein kleiner Bahnhof. So, dann sind wir auf kürzerem Weg mit Wolfsburg verbunden. Bauen wir in Walsrode natürlich auch nochmal was rein. Und können uns dann auch noch eine Lok zulegen. Kauf. So. Was ist das hier? Stahlwerk bei Groningen. Das ist zu weit weg. Das liegt im Ausland. Für uns uninteressant. Kauf. Lassen wir da auch noch einen Zug fahren. Ansehen Flensburg. Da kommen wir noch hin. Das wäre natürlich eine schöne Sache. So, sind wir erstmal da angekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir das soweit angeschlossen, das haben wir alles verbunden. Ja, wir können jetzt hier noch Gebäude bauen. Setzen wir mal hier rüber, damit wir im Notfall den Platz für den Bahnhof noch haben. Falls Walsrode größer wird, dann schauen wir mal, wie wir weiterverfahren. Ich denke mal, wir werden dann jetzt nach Uelzen gehen. Nein, gehen wir nicht. Wir bauen jetzt erstmal... 10 Jahre sind rum. Wir haben 2 Staaten angeschlossen, haben ein persönliches Nettovermögen von 800.000 und haben etwas über 1 Million an Industriegewinnen erzielt. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall nochmal Aktien kaufen. Dann können wir mal gucken, dass wir hier die Beut austauschen. Sofern wir uns das alles leisten können. Beut, Beut. Da ist noch eine Beut. Jo, das sind alle. Kostet ja auch nur eine bescheidene Million. Aber wir werten die auf jeden Fall auf. Und gucken dann mal, dass wir weiterkommen. So, was haben wir denn hier? Kosten 900.000, 1 Million, 800.000. Ja, und die großen kosten dann nachher eine 10 Millionen. Dann gehen wir doch jetzt erstmal darüber. Kaufen wir Mecklenburg-Schwerin. Geschwindigkeitsrekord, ja, das ist immer gut. Zack. Zack. Das ist jetzt hier auch schön verbunden. So. Sind in Uelzen angekommen.
Ja, ein kleiner ist zu klein. Also bauen wir einen mittleren. Hotel, Postamt, Restaurant, Kneipe. Hatten wir das hier eigentlich gut? Ja, hatten wir. Wirtschaft auf dem richtigen Weg. Das ist immer gut. Dann fauchen wir noch einen Zug. So, in der Hoffnung, dass Walsrode noch ein bisschen wachsen tut. Kauf. So, haben wir da, haben wir dies, haben wir jenes. Dann können wir auch langsam aber sicher schon mal auf zweigleisigen Ausbau umstellen und fahren nach Schwerin. Aktiensplit. Da ist zu Ende. Wir haben jetzt etwas über 1 Million persönlichen Besitz. 11 Jahre sind rum. 2 Staaten haben wir angeschlossen. Am dritten sind wir ja gerade dran. Wir können hier nochmal Aktien nachkaufen. So. Schwerin. Hup. Hup. Und hier dann natürlich auch nochmal mit hin. Zack. Dann brauchen wir Züge. Wir brauchen einmal so. Kauf. Dann brauchen wir Wolfsburg. Kauf. Dann wollen wir nach Braunschweig. Kauf. Hannover. Kauf. Dann haben wir noch Bremen. Ist ja auch groß genug. Und dann fahren wir noch von Osnabrück. Kauf und Oldenburg. Auf. Sehr gut. So, haben wir wieder schön Geld ausgegeben. Hotel, Postamt, Restaurant, Kneipe, ganz wichtig. So, dann können wir Wirtschaftsprognose, schönes Wachstum, ist immer gut. Dann können wir weiterbauen nach Neubrandenburg. Und natürlich auch gleich wieder einen Bahnhof reinhämmern. Wartung dazu. Hier auch. Hotel, Postamt, Restaurant, Kneipe. Und natürlich Züge. Kaufen. Tack, tack. Kaufen. Tack, tack. Kaufen. Hannover. Bremen. Bremen, ganz wichtig, Bremen. Kaufen und Oldenburg. Und als letztes Osnabrück. Kaufen. So, dann haben wir jetzt 12 Jahre rum, 3 Staaten angeschlossen, also wir hätten jetzt für Gold noch 13 Jahre Zeit und haben ein persönliches Nettovermögen von 1,6 Millionen, können uns keine weiteren Aktien leisten. So, da unten bauen wir nachher, Krakau ist auch zu weit weg, Stralsund gehört schon zu Preußen, dann könnten wir jetzt höchstens noch in Rostock einen Zug reinsetzen. Oder eine Bahnstrecke reinsetzen. Rostock ist auch groß, dürfte sich also entsprechend auch lohnen. Natürlich wollen wir dich ersetzen. So, haben wir dies alles. Dann brauchen wir Zugverbindungen.
Ne, was nützt die schönste Eisenbahn, wenn da nichts fährt? Kauf. Unser kleines Wolfsburg. Dann haben wir noch Braunschweig. Dann Hannover. Bremen. Oldenburg. Und natürlich Osnabrück. Kauf. So. Wirtschaftsaufschwung in Sicht. Wirtschaftsaufschwung ist immer gut. Sehr gut. Dann können wir jetzt mal anfangen, hier die Gleise doppelt zu legen. Zack. Da. Oh, Salzgitter ist mittlerweile groß genug. Salzgitter können wir noch überall mit einbinden. Und Göttingen ist auch soweit. Aktiensplit. Na, so rum. So. So. Mal regelmäßig rausgehen, damit halt die Züge weiterfahren. 13 Jahre sind rum, wir haben also noch 12 Zeit, wenn man jetzt mal ein bisschen langsamer. Damit wir die Züge nicht zu doll aufhalten, weil wir zu langsam sind beim Bauen. So, da ist ja schon alles doppelt gemoppelt. Können wir hier noch die Züge wieder fahren und hier unten noch das kleine Stückchen. Sehr schön, haben wir alles durch. So, Salzgitter, Göttingen sind groß genug, die können angeschlossen werden. Das machen wir dann auch. Je mehr Züge, desto besser. Kauf. Habe ich jetzt gerade Bremen oder Oldenburg angeschlossen? Weiß ich nicht mehr. Okay. Jetzt mal glatt nachgucken. Oldenburg war das. Okay. Dann haben wir Bremen noch. Kauf. Dann haben wir da oben auch noch. Kauf. Rostock. Kauf. Schwerin. Auf. Und dann haben wir noch Wolfsburg und Braunschweig, was wir noch mit reinnehmen müssen. Hannover hat jetzt mittlerweile 3,5 Sterne. Kauf. Ne? Kauf. So. Das Ganze machen wir dann jetzt nochmal mit Salzgitter. Nach Braunschweig fahren wir ja schon und Hannover. Kauf und dann brauchen wir noch da oben. Kauf. Neubrandenburg noch. Kauf und Rostock. Kauf. Sehr gut. Sind wir so weit schon mal? Und halt abbrechen. War der falsche. Da wollte ich doch gar nicht so hin. So, und dann würde ich sagen, machen wir die Vergrößerung unseres Streckennetzes in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss und Bye-bye.